Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Wir gucken uns heute wieder den Shop an und gucken mal, was wir so Neues bekommen haben und ob wir überhaupt was Neues bekommen. Der Skin von gestern, der Oblivion, der bleibt natürlich und der Hängegleiter bleibt auch für einen Tag noch. Also den könnt ihr bis morgen kaufen. Aber wir gucken uns mal direkt an, was wir so Neues im Shop bekommen haben. Wir gucken uns natürlich auf entspannt den Shop an und haben direkt ein ungewöhnliches Outfit hier am Start. Rote Verteidigerin für 800 V-Bucks bekommen wir die. Die haben wir auch schon des Öfteren im Shop jetzt gesehen in letzter Zeit. Also kann man sich gönnen, muss man aber nicht. Ist jetzt nicht so mein Teil, also finde ich jetzt nicht so geil, ist jetzt nicht mein Favorit, würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Dann haben wir direkt wieder für 800 V-Bucks ein seltenes Erntewerkzeug. Die Pömpelhacke haben wir auch schon, wie gesagt, 1000 Mal im Shop gehabt. Ich feiere das Ding immer noch nicht. Also ich weiß nicht, wie oft Epic Games das noch reinpacken möchte, aber ich feiere das Teil einfach hardcore nicht. Deswegen, ja, wenn ihr das kaufen möchtet, könnt ihr es gerne machen. Ich persönlich werde es mir niemals kaufen. Dann den Knight Rider Skin. Und das ist ein Skin, den kann man definitiv kaufen. Den feiere ich sogar und den empfehle ich sogar. 1500 V-Bucks sind zwar nicht wenig für dieses epische Outfit, nichtsdestotrotz ist es ein episches Outfit und da ist 1500 V-Bucks natürlich angebracht und nicht Euro. Deswegen könnt ihr euch das Ding auf jeden Fall gönnen. Wie gesagt, ich sage es in jedem Shop-Video, Leute, Epic Games soll endlich mal Mützen oder Masken oder sowas mit reinbringen, dass man die selber auswählen kann. Das wäre übelst nice. Und Leute, wenn Epic Games das sieht, bitte setze es mal um in die Tat und ich will es einfach haben. Dann natürlich die 10 Battle Pass Stufen wieder für 900 V-Bucks. Dazu sage ich in diesem Video mal gar nichts. Ihr könnt euch die auf jeden Fall wieder gönnen und ja, viel Spaß damit. Dann Ballkunst haben wir wieder und ich habe diesen Emote, aber ich habe ihn zurückgegeben, weil er mir es einfach nicht wert war. Keine Ahnung, ich habe mir irgendwas anderes geholt und 500 V-Bucks, ja, man hat es gefeiert, es war lustig, aber muss ich jetzt nicht für immer haben. Also kann man sich auf jeden Fall gönnen. 500 V-Bucks sind nicht viele für das Teil, aber diese, mir haben halt 300 V-Bucks oder so für einen anderen Skin, deswegen musste ich das Ding wieder zurückgeben. Aber ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich gönnen kann. Dann natürlich der Terminus, ein epischer Hängegleiter, der ist auch immer noch da, gehört auch mit zum Oblivion. 1200 V-Bucks, absolut. Absolut gönnbar, also gönnt euch das Teil definitiv, ist mieses Teil. Dazu haben wir natürlich den Oblivion, hier den Skin, weibliche Omega-Variante, habe ich im letzten Video gar nicht angesagt, wollte ich eigentlich sagen, habe ich aber nicht, deswegen hier sage ich es nochmal, das ist der weibliche Omega, oder die weibliche Omega, und ein Rückenaccessoire, Destabilisierer, kann man auf jeden Fall auch machen, finde ich richtig nice, dieses Rückenaccessoire. Also für 2000 V-Bucks kriegt ihr das beides, kann man sich definitiv gönnen. Und dann kommen wir direkt zum ungewöhnlichen Emote und zwar komm doch. Ich finde das Ding richtig nice, also es ist zwar 200 V-Bucks nur, aber ich finde es einfach so witzig, wenn der Gegner irgendwie ja, gegenüber ist und ihr ruft ihn dann einfach zu euch, damit ihr ihn einfach umlegen könnt. Richtig, richtig nice und richtig witzig, kann man sich definitiv gönnen. Und ja, das war der Shop von heute. Gönnt euch diesen Oblivion und den Terminus heute noch, also der bleibt heute noch. Das letzte Mal könnt ihr euch kaufen und ansonsten, ja, kommt doch Emote neu im Shop, könnt ihr euch alles gönnen. Deswegen Link unten in der Videobeschreibung zu günstigen V-Bucks, könnt ihr bis zu 10 Euro sparen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten lasst euch eine positive Bewertung da, abonniert nicht vergessen, und natürlich die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls mal die Abo-Box spinnen sollte. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.